Jetzt als Erfolgsrezept ist es der Trainer, der Hans-Peter Latour, Regula Spein. Also wenn ich jetzt würde sagen, ja, es ist nur der Trainer, dann hätte ich wahrscheinlich ein SMS aus dem Nathalie Spinetti eigentlich. Also sein Motto ist, wir sind ein Team. Was er ist ein ganz gewitzter, hochprofessioneller, erfahrener Trainer. Er ist ja seit Jahren Trainer, ist Assistenztrainer gewesen beim Christian Gross bei GC und jetzt auch bei Basel, bevor er auf Thun gekommen ist. Wo versucht wirklich aus seinen kleinen Möglichkeiten, die er in dem kleinen Thun hat, das Maximum zu machen. Die akribischen Vorbereitungen, die fangen am Morgen in seinem Chalet fangen die an. Radovic den Penalty hergeschossen hat. Da analysiert er, er hat eine Servet-Kassette gehabt und analysiert, wo schiessen die Penalty her, die Standardsituationen und so weiter und so fort. Das ist der Penalty. Und da hat die Tochter dann noch etwas gelöscht. Ja, das muss ich noch sagen. Heute der Penalty von Obradovic, von ihm aus gesehen, halbhoch links. Dann steht keine Veranlassung, dass er den heute anders schießt. Und dann hat er, von jedem Match hat er ein Matchplatz sozusagen, wie die Standardsituationen von Servet sind. Tut dann die, wenn er die Mannschaftsliste von Servet nochmal bekommen hat, nochmal überprüfen. Und ist sich aber sicher, dass gewisse Sachen einfach bleiben, oder? Ja, das kann ich dann noch machen, wenn ich zurückkomme. Das ist das Telefon vom Assistenztrainer, der den verregneten Platz ist, anschauen. Aber wenn du schon dort bist, schau jetzt an, ob es speziell Stellen hat, wo es mehr Wasser hat, oder? Wo es mehr Wasser hat. Die müssten wir mit höheren Bällen überspielen, oder? Also, das ist ganz gut. Es wirkt noch so relativ gemütlich und von Nervosität ist nicht zu viel zu spüren. Nein, die ist dann schon noch gekommen. Also am Morgen ist er noch sehr ruhig gewesen. Was er auch macht, was man ja vom Ralf Krüger immer sagt, er sagt der Motivationskünstler. Mhm. Er hat sein berühmtes Rosane Mäppli, wo er ganz einen Haufen verschiedene Sachen sammelt. Er ist zum Beispiel mit seinen Spielern, weil er gesagt hat, wir sind in einem Haifischbecken. In der Nationalliga A dürfen wir nicht Goldfisch sein, ist er mitten in einer Haifischausstellung, oder? Um sie scharf machen, sozusagen. Und dann hat er da sein berühmtes rosa-rote Büchlein, wo er auch so spezielle Sachen gesammelt hat. Ich weiß nicht, ob ich heute von dem gleich noch etwas könnte mitnehmen. Es passt einfach super zu uns da. Das Gute im Menschen, wer mit anderen zusammenarbeitet, ist glücklicher. Auch wenn er dabei etwas weniger verdient. Das ist doch bei uns so. Das ist sein Motto, oder? Wir sind ein Team, wir machen das Maximum. Er ist mit der Mannschaft auch in Tippizauge übernachtet, hat das Feuer gemacht. Und sein Motto ist, das Feuer brennt und wir dürfen es nicht ausgehen. Und das wünscht er sich eigentlich auch vom Vorstand und von der ganzen Stadt Thun. Dann hat er von einer Apotheke gratis für die ganze Mannschaft kommt der Magnesium über und darum läuft er aus Dankbarkeit immer mit dem Plastiksack von dieser Apotheke durch die Stadt. Das hat immer die Leute meinen, ich kann mir keine Mappe leisten, aber ich mache das aus Dank. Dann hat er Angst gehabt, wenn seine Mannschaft geht spazieren, dass sie nass werden und hat allen noch einen Schirm organisiert, damit sie ja keine nasse Haare bekommen. Und am Schluss sind sie noch kegeln, um sich so ein bisschen ablenken. Und das alles am Tag vom Spiel selber? Das war heute Morgen gewesen. Ja, also, kegeln auch noch, gut, ist kegeln sind, sie sind Spaghetti. Ja, also ich habe mir auch schon die Finger eingeklappt, wo die Kugel zurückgekommen ist. Aber das ist vielleicht mein Problem. Die sind ein bisschen geschickter. Also, er will wirklich seine Spieler motivieren mit ganz speziellen Tricks. Er war auch beim Strickler gewesen. Sie sind das Francine Jordi-Konzert in Corporo. Es ist dann auch der Raubtier. Der Raubtier. Da hat, glaube ich, einen ins Käfig können, wenn ich das richtig verstanden habe, um sich zu wehren. Also, sehr viel Symbolik. Und dann ist er halt einer, der brutal Energie hat. Der Heinz Moser, der Captain, hat mir gesagt, der ist mit Leib und Seele dabei. Und das merkt man auch bei der Teamsitzung, die er uns reingelassen hat. Ausgerechnet spielen wir ja jetzt gerade die nächsten Match alles gegen die. IB haben wir durch, aber wir spielen heute gegen Servet, der dazugehört. Wir wollen ja mal ein neues Stadion. Das ist super, gibt es das in der Schweiz. Aber es zählt nicht nur das. Das geht um das Herz, Giel. Das haben wir manchmal bewiesen erlebt. Silva, wem sind wir, wenn wir gewinnen? Dritt? Jungs, wenn wir gewinnen, sind wir dritt. Und das sieht doch nicht nur schön aus, das tönt doch gut, oder? GC, was du tust. Jungs, der redet man von euch. Der muss man, ob man will oder nicht. Ich will doch jetzt nicht über den Strich reden. Wir gehen alles wieder, aber jetzt schauen wir doch vorwärts.
Wenn wir heute den Match gewinnen, sind wir an dritter Stelle. Es gibt einen längeren Unterbruch in der Meisterschaft, Gielen. Wir spielen daheim. Es wird Leute haben, aber Vollgas, Gielen. Aber Vollgas! Also ich bin nach dieser Teamsitzung aufgestanden, oder? Und habe gedacht, ich kann gerade mitschütten und schiesse gerade 3 Goal. Sehr gut. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob die Matchvorbereitung dann auch Auswirkungen hat auf die Leistungen der Spieler vom FC Thun. Wir kommen zum Matchbericht. Thun gegen Servet Genf, kommentiert von Peter Hürzeler. Die Tatsache, dass Thun in den letzten 3 Heimspielen geschwächelt und im Hinspiel gegen Servet klar verloren hatte, ließ die Berner Oberländer vorsichtig beginnen. Als Folge davon bekamen die 3.360 Zuschauer Schmalkost vorgesetzt. Und so sah das meistens aus. Die Thuner fanden keine Lücke in der Abwehr der Genfer und kamen somit auch nicht zu verheißungsvollen Torchancen. Urs Meier zurück auf den Nationalliga-Plätzen nach längerer verletzungsbedingter Absenz. Den Genfern fehlte ihr bester Torschütze Alex Frey spürbar. Zudem ist ihre Auswärtsschwäche in dieser Saison hinlänglich bekannt. Einzig Diogo, ein Mittelfeldspieler, zwang Torhüter Kobel in der 26. Minute zu einer Parade. Der Flatterball bereitete dem Torhüter etliche Mühe. Wenig Bewegendes in der ersten Halbzeit sieht man einmal vom Wind ab. Thun riskierte in der zweiten Halbzeit mehr. Rama im Duell mit Hilton, das gewann er. Doch das Tor verfehlte er aus spitzem Winkel knapp. Sein nächstes Tor wäre sein 13. Ein schlechtes Omen. Es hätte aber zur Abwechslung auch ein anderer Thuner ein Tor schießen können. Eine weitere Gelegenheit kam. Ägerter. Und tatsächlich, der Ball war in der 82. Minute drin. Torschütze der eingewechselte Gilles. Der brauchte allerdings die Mithilfe von Cravero, der ihm den Ball einschussbereit hinlegte. Doch egal, Ende gut, alles gut für Thun. 1:0 gegen Servet. Ja, das ist also voll aufgegangen, wobei Dritte sind es nicht, weil natürlich auch der Hans-Peter Latour nicht damit gerechnet hat, dass Wiel gerade 11 Töpfe schiesst gegen St. Gallen. Und jetzt hast du, glaube ich, ein paar Müsterchen mitgebracht von während und nach dem Spiel. Jawohl, also das ist unglaublich, was da abgeht. Da ist doch kein Mensch da vorne. Hey, die Gexen, schick sie schneller raus. Petru, komm doch! Was? Ja. Weiter, Marco! Marco, weiter, weiter! Komm über, Herr Roger, der kommt da. Komm, Armand. Hey, der Leute. Très bien, Armand. Ja, was ist? Veranderweg! Das ist ein Grenni! Das ist nicht normal, Herr Meier! Das grennt jedes Mal! Da kannst du mal schauen! Das ist ein fürchterlicher da! Ja! Ja! Hey! Hey, alle! Fritz Heinz! 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 Alle selber! Selber geht in Position! Was machst du denn da? Hast du jetzt Glück? Ja! Hey, ja, continuer! Fettet das ja alle! Achtung, arbeiten! Alle um hier! Bettel zurück! Mila im Feiten! Super, Sila, super! Alle, Sila, Arbeit! Jetzt bist du, gib ihm ein Liebli, legt ihm doch die Liebli an! Wenn er nicht kann, die Liebli kann man nicht! Jetzt schreist der Löw wieder das Liebli ab! Alle! Nein, der kann reinkommen! Geh rein, Sil! Nein, der kann doch rein! Spinnst du! Hä? Komm rein! Alle! Da ist nicht ganz Bachel, der pfuset da! Hat's der Schild gemacht? Alle, Atasio! Es ist fertig! Alle, ja! Hey! Hey! Schön, super! Hey! Hey! Super! Eine riesen Nummer der Hans-Peter Latour. Auch resultatmäßig ist alles aufgegangen. Danke vielmals, Regula Späni.